Im Tannwerk bei der Sparzentrale in St. Pölten werden wöchentlich 87 Tonnen Wurst- und Selchfleischprodukte hergestellt und dazu noch weit über 2000 Schlachttiere verarbeitet. Jetzt ist das Werk an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Deshalb wurde nun der Grundstein zur Erweiterung um rund 7000 Quadratmeter Produktionsfläche gelegt. Dieser Ausbau kommt vor allem der heimischen Wirtschaft zugute. Tann ist ein guter Partner für unsere Landwirtschaft. In uns geht es um Regionalität, diese Regionalität zu stärken. Das schafft zum einen mehr Absatzmärkte für unsere Bäuerinnen und Bauern und zum anderen noch mehr an Qualität, was der Konsument letztendlich dann auf den Tisch bekommt. Genau so ist es. Wir investieren 43 Millionen Euro in diesen Ausbau, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können. Mit dieser neuerlichen Investition sichert Spar nicht nur die Versorgung ihrer Filialen mit regionalen Fleischprodukten in Niederösterreich, sondern in der gesamten Ostregion ab. Also ich sehe die Investition als sehr wertvoll. Wir investieren hier 43 Millionen Euro am Standort für die Erweiterung unseres Tann-Zerlegungs- und Produktionswerkes. Und wir sehen das als sehr nachhaltige Investition, denn es ist wichtig für uns, gerade in Niederösterreich, für den Raum Wien, aber auch für das Burgenland hier zu investieren. Der geplante Ausbau bringt auch rund 100 neue Arbeitsplätze nach St. Pölten. Es ist natürlich auch ein Betrieb, der sehr auf Ausbildung setzt, vor allem im Bereich der Lehrlingsausbildung ganz massiv tätig ist und wo Dutzende Lehrlinge jährlich ausgebildet werden, was für einen Wirtschaftsstandort, gerade wenn es darum geht, Facharbeitskräfte für die Zukunft zu haben, ein ganz wichtiger Faktor ist. Dieser Ausbau in St. Pölten ist notwendig, denn der Großteil des Investments, der geht in die Flächenerweiterung für die Produktion und in neueste Lebensmitteltechnik. Frischfleisch wird die Nummer 1 weiter bleiben. Wir wollen aber auch den Trend aufnehmen, die Verlagerung von Bedienung zur SB, wie man es vom Konsumenten sieht, und werden hier eine moderne Fleisch-Selbstbedienungsverpackungsstraße installieren. Und das Erfolgsgeheimnis von Spar, das ist leicht erklärt. Der unumschränkte Glauben an die Qualität einerseits, aber auch an die Preiswürdigkeit andererseits. Denn alle Kunden wollen günstige Preise, und das versuchen wir auch zu bieten.